Jagd mit dem richtigen Drescher. Ah, oh, schön. Quick, 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 quick. Rot. Ich weiß nicht. Ah, das Feld ist schön. Das ruckelt immer noch. Mysteriös. Bäh. Die ist ganz schön uneben, habe ich festgestellt. Alter. Was hat denn der für Freezes zurzeit? Sollte ich mal die Sichtweite ein bisschen runternehmen. Ein bisschen übertrieben, dass ich von hier aus noch bis zur Kirche gucken kann. Vermute ich mal. So, Breite müsste fast passen. Hat die Auflösung auf jeden Fall sehr viel besser jetzt, also. Gib ihm! Oh Mann. Du bist fertig. Sehr schön. Dann klappst du das mal bitte zusammen. Du wirst mein Spezialtraktor. Du hast meistens nicht viel zu tun. Er kommt einen Berg hoch. So. Der bleibt da oben. Dich brauche ich jetzt. Das Lager hier unten könnte ich auch mal leer machen. Das könnte ich mich effizient da oben lagern. Das mache ich auch gleich. Nehme ich mich das Ding gleich mit. Nein. Die könnte ich mitnehmen. Aber die nehme ich mit. Die lagere ich dann oben. Im Bahnhof. Und das Ding hier kommt weg. Beziehungsweise kommt das vielleicht da hoch. Dann könnte ich mich das hier unten verkaufen. Das Eck dann. Aber das sehen wir dann. Beziehungsweise könnt ihr mal gucken, was die Preise sind. Vielleicht verkaufe ich es doch gleich. Ach du großer Gott. 2-3 am Hafen. Ach du großer Gott. Das ist richtig traurig. Ich würde mir wünschen, dass nicht so viele Berge hier in dem Spiel sind, dieser Karte. Das ist auf jeden Fall ein schönes, schönes Ding. Wenn jetzt mal die Ernte von hier unten da hochbuckeln, das ist, wie gesagt, auf Dauer nichts. Deswegen ziehe ich ja rum, in die weite Ebene. Ganz ehrlich, das ist lächerlich. Du schaust, was ich hier mit den 4 Feldern anfangen soll. Ja, aber es schaut langsam doch ganz gut aus, finde ich. Kann sich sehen lassen, ja. So, ich muss geradeaus, eigentlich rechts, egal. Sogar hier drin ruckelt, ist ein bisschen echt nervig. So, und eigentlich muss ich darüber zum Bahnhof. Ich glaube, wenn das kein Zug kommt. Ich habe es extra eingestellt, dass ich nicht mehr auf den Zug wechsle. Weil dann fährt er nämlich die ganze Zeit hier im Kreis. Wetten, dass er gleich kommt. Ach,
Das ist aber auch schwer, das Ding. So, dann lagere ich das mal hier ein. Ich habe mehr Platz, aber es. Das kann ich so mit dem Zug verschicken. Zum Beispiel zum Affenspeicher. Töff-Töff? Immer noch keine Töff-Töff. Ah, da ist Töff-Töff. Das macht sehr viel aus, wenn der Zug die ganze Zeit fährt hier. Ich stelle mir das vor, wenn die ganzen Felder hier oben endlich meins sind. Ah, schön. So, viel Ertrag gibt es da leider nicht. Die Kante muss ich auch nochmal anschauen. Ist ein bisschen so bucklig. Ja, sieht ganz gut aus, was er macht. So, nächster. Säen. Wir ernten, was wir säen. Ich will vielleicht bei Zeit nochmal eine neue kaufen. Ein bisschen mehr Kapazität hat. Ach ja. Ja, zumindest eine Idee. Okay, also ruck die Sichtweite. Es ist nicht die Objekte, die überall rumfliegen, es ist die Sichtweite. Gut zu wissen. Wie gesagt, ich habe gedacht, oben wird das ruckeln weniger, weil die ganzen Bäume weg sind. Aber es liegt nicht an den Bäumen. Es liegt an der Sichtweite. So, der Zug ist gerade erst durch, das heißt, eigentlich dürfte jetzt keiner kommen. Gut, passt. Gras? Nein. Ich hätte ganz gern... Hafer? Nee. Soja. Da jemand bei den Aufträgen nicht wirklich viel gute Arbeit geleistet hier rechts, ich sehe. Naja, du kannst schon mal loslegen. Der ist gleich voll. Ich kimm ja schon. So, und da werde ich mir vielleicht noch eine richtige Zugmaschine holen für den hier. Irgendwas Starkes. Und dann kaufe ich mir vielleicht noch einen eigenen Anhänger, den ich den die ganze Zeit mieten muss. Der fällt auch eine Idee. So, du bist bei 53. Okay, das passt eigentlich. Sieht ganz gut aus. Zugmaschine, genau. P. P wie kaufen. Oder Pay. Der trägt nix, der taugt nix, der taugt nix, und der Lizard taugt auch nix. Der Roadrunner. Die Rohre werden wieder ins Gehege kommen mit der anderen. Der hat mehr PS. Okay, nehmen wir den. Farbe? Okay. Du großer Gott. Ja.
Ja. Ist mal gleich wieder blank, aber ist ja wurscht. Jetzt ab. So, dann fahren wir zurück. Kollisionskamera, gell? Da war was. Muss ich auch noch rauswerfen. Eigentlich könnte ich nicht, weil ich wieder lang. Es geht schneller. Ich mag den Weg hier eigentlich voll, wie das die Bäume so runterhängen. Ich mag das. Gefällt mir richtig gut. Den da brauche ich jetzt. Hätte ich sogar den alten Mähdrescher behalten können, der hätte hier unten ganz in Ruhe mähen können. Naja, egal. Rendal. Oh, das könnte ein Problem werden. Treff, treff. Okay. Spinnerei hat große Nachfrage. So, ich stelle dich erstmal hier so hin. Er klingt gut. Fällt mir. Jetzt bin ich gedanklich über Euro Truck. So, mein Seeflug ist auch zu Hause, das ist ein Träumchen. Der ist beschäftigt, der braucht noch ein bisschen, der ist okay. So, jetzt habe ich wieder alle Fahrzeuge hier oben, gell? Ach. Haben sie nicht so sauber zugeschnitten hier. Wenn ich mir die Kante hier angucke, dann muss ich. Ja, dann kriege ich schon ein trauriges Auge. So, was hätten wir denn noch?
Da wird weil auch beim Staudamm, gell? Und das Gleis geht dann hier so einen Bogen und dann hört es einfach auf. Obwohl, der macht das ganz gut eigentlich. Von der Geschwindigkeit her. Der Drescher genug Zeit. Und ich genug Zeit zum Abtanken. Grüß Gott. Oho. Also richtig eilig, der Drescher. Jetzt mal richtig eilig, der Drescher. Hallo. Nice. So, da ist nichts passiert. Die Hühner müssen sich erstmal befreunden miteinander. So, der kann jetzt eigentlich anfangen, theoretisch. Ich kann mir das nie merken, wie breit die Breite ist von dem. Ich glaube, so ist zu breit. Hier müsste gehen. Okay. Ich wünsche, es gäbe es kombiniert. Das ist gleich fertig mit der ganzen Welt, hey. Frage. Es war nicht gedüngt, okay. Das heißt, ich kriege auf jeden Fall sehr viel mehr raus. Sweet. Was ich jetzt nicht gemacht habe, gell? Na gut, es hat eigentlich noch Zeit. Ja, hat noch Zeit. Schauen wir mal nach den Hühnern. Tiere. Die haben schon gut Eier gelegt. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Teleskoplader oder sowas. Aber es hat auch noch Zeit. Wir brauchen einen Wassertank, brauchen wir. Und vielleicht mal einen vierten Traktor. Ich nehme den da, weil. Ich könnte mal gucken, was kosten das überhaupt? Große Kuhweide, Schweinestall, großer Schweinestall, große Schafweide. Wie groß ist das Ding? Ich habe nicht genügend Geld. Gut, wie groß ist das Kleine? Ist ja süß. Ist aber richtig süß. Ja, wenn, dann kaufe ich auch das Große. Ja, da fängt jetzt zu an. Theoretisch. Weil der müsste breiter sein. Mit seinem. Vielleicht sollte ich mir einfach einen breiteren Seher kaufen. Ich habe kein Geld mehr. Ist alles Fragen über Fragen. Ich will nicht die großen Felder haben. Das hier ist schon ganz schön. Ich werde das hier als nächstes kaufen, weil den werde ich einfach verlängern.
Stehst du? Dann wird das einfach verlängert. Ich kann mal gucken, was das kostet, spaßenshalber. Das kostet mich wie fui. 400.000. Damit ich mich ein schönes großes im Moment. Das ist sogar dann größer als. Das ist sogar schon größer als die beiden. Was ich aber machen könnte. Mal schön beisammen sitzen, so schön. Das kann ich zurückgeben. Yep. Dann sparen wir uns da schon mal ein bisschen Geld. Wie viele Marken es gibt, das ist unfassbar. Was ist das alles? Objekte. Wer braucht die Hallen, bitte? Diverses. Ja, genau das Ding habe ich eigentlich gesucht. Für diese komischen Bäume, die ich hatte. Ich wollte mich, was ist das denn? Ein Wassertank. Das ist natürlich nice. Landschaftsbau, ja, nee, danke. Was brauchen wir eigentlich? Ein Pferd? Hafer? Gras und Wasser. Du bist fertig. Sehr schön. Könnt ihr gleich mal schauen, was Sonnenblume gerade bringt. Spaßenshalber. Sonnenblume bringt gerade 2,2, Hafenspeicher 2,1, Restaurant 3. Und da steigt's. Ah, da muss ich dann gucken. Von diesem Riesenfeld, was aber nicht gedüngt war. Diese Unebenheiten, das muss alles weg. 34.000. Ja, es ist ein Anfang. Der Plan ist ja, wie gesagt, immer alles möglichst da zu haben und darauf zu warten, dass halt irgendwas ins Angebot kommt und das dann zu verklopfen. Mit diesem Preis. Ich könnte auch alles sofort verkaufen, aber wenn da mal irgendwie Angebot ist, dann ja, habe ich halt nichts mehr. Ich muss sagen, ich mag die Playlist, die hier drin ist im Game. Also ich finde sie ein bisschen zu kurz. Ich denke, ich werde das mal das Ding da unten hinstellen. Ja, jetzt habe ich eine halbe Stunde rumgespielt, dass ich ihn oben hinstelle, gell? Jetzt nehme ich ihn wieder weg. Hier legen ja noch keine Eier, die müssen ja erstmal befreundet, wie ich mal so schön sag. Das ist auch bald reif, das müsste ich glaube ich noch sprühen brauche ich es gar nicht. Warum steht der eigentlich so weit hier drüben? Wie es da ausschaut. So, und zwar. Die ist noch nicht voll. Witzigerweise sagt das nämlich einmal keiner. Muss man immer erst. Das ist zum Geier. Achso, das ist die Ding.
Muss man immer erst die Kiste nehmen, die ganz vorne liegt. Weil die ist auf jeden Fall schon voll. So, und ich denke, wenn ich die jetzt dahin schiebe, so. Macht er die bestimmt nicht voll. Weil ich sie schon in der Hand hatte. So, mit Mähen war er fertig. Wo ist eigentlich... Ah ja. Getarnt. Es ist schüchtern. Hier unten sehe ich jetzt nur noch Weizen für die Hühner. Gelegentlich. Und rechts das Feld ist... Ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache am besten. Vielleicht kommt das irgendwann weg. Also merken, gell? 34.000 war es eben. Und ich brauche noch ein Schneidwerk, fällt mir gerade ein. Die Bäume hier müssen alle weg. Das geht so nicht. Natürlich. Ich mag, dass das jede Pflanze so mitfiebert, sage ich jetzt mal dazu. Mitschwingt quasi. So, und sobald das ein bisschen gewachsen ist, kann ich das dann gießen. So. Genau, den wollte ich. So, ich denke, man sieht, dass es langsam vorangeht bei uns. Müsste passen. Ja, passt. Nur mal so als Zwischenstand jetzt hier. Ich werde wieder ein bisschen weitermachen. Und dann werden wir uns später dann, wenn ich wieder ein bisschen Plus auf dem Konto habe, hier ein bisschen vergnügen. Ja, so kann man es nennen. Ich bin ja eigentlich schon 11 Stunden schon in Benutzung. Das ist ein Krampf. Unfassbar. Jetzt bin ich an Zeit investiert. So, aber ich denke, der kann auch ohne mich fahren. Nee. Entschuldige. Ja. Der ist zu schnell. Er ist zu schnell. Definitiv zu schnell. So, den wollte ich eigentlich zur Seite fahren. Dass der andere schön Platz hat. Kann mir das gerade noch leisten? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Muss ich das was verkaufen? War es nicht so? 89, ja genau, mal erst was verkaufen. Ja, aber das brauchen wir nicht mehr heute. Wo ist eigentlich der Zug?
Ja, ich spiel's wieder rum, gell, ich spiel's wieder rum. Fast. Kann ich über das Dach hoch? Ernsthaft nicht? Na also. Wird gelacht. So, das soll erstmal reichen, als kleinen Einblick, wie weit ich jetzt ungefähr bin. Ich werde es wieder weniger alleine machen und mehr mit euch, weil sonst bin ich irgendwann fertig mit dem Spiel und ja. Das Let's Play hat sich dazu dann irgendwie erledigt, finde ich. Also. Aber wir haben noch so viel zu tun. Wir müssen noch die ganzen Viecher, die ganzen Hühner. Die Hühner, ja stimmt, die müssen auch noch. Naja, die werden irgendwann fertig sein. Pferde, wenn wir uns anschauen, wenn wir uns Kühe anschauen, Schafe, wenn wir uns anschauen. Häckselgut, also sprich. Ach komm, sag's schon. Maische? Nee, nicht Maische. Ich guck mal nicht drauf. Silage, genau, Silage. Wir haben uns auf jeden Fall noch machen und so viel Land wie möglich kaufen und das in ein großes Feld am liebsten verwandeln. Soweit es möglich ist. Und fette Ernten einfahren. Und richtig Asche machen. Ja. Ich dachte eigentlich, dass der Zug irgendwann nochmal kommt, jetzt hier vorbeifährt, aber anscheinend morgen nicht. Ist okay. Ich werde jetzt, wie gesagt, das Feld da hinten noch ein paar Mal bearbeiten und mein Lager ein bisschen füllen, damit man auch sieht, dass ich das wirklich ernte, das Zeug. Ich meine, da gibt es ja irgendwo eine Übersicht. Irgendwo gibt es die Übersicht. Da. Ich meine, man sieht, dass ich schon ordentlich fleißig war. Dürfte fährt gerade vorbei übrigens im Hintergrund. Ich habe schon ein bisschen was gemacht. 35 Stunden lang, alter Schwede. Naja. Meine Gruberzeit ist echt gering, aber das liegt daran, weil ich halt die Sämaschine, direkt Saatmaschine habe. Bis zur nächsten Folge.